Barbara Höll hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stunde der Wahrheit ist gekommen, die Steuerschätzung liegt auf dem Tisch und doch die Koalition ist sehr überrascht. Es ist nun doch wesentlich weniger Geld im Staatssäckel als geplant. Mit 38,9 Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen durch Bund, Länder und Kommunen bis 2013 müssen wir jetzt rechnen. Und ein Großteil der Ausfälle, das möchte ich klar unterstreichen, ist eben verursacht durch die von Ihnen zu verantwortende Steuerpolitik. Das ist die Realität und nicht einfach nur Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Eins ist klar, wenn alles so weitergeht wie bisher, gibt es keine finanziellen Handlungsspielräume. Und nun können Sie noch 3 Tage lang versuchen zu überlegen, wie Sie damit umgehen wollen. Sie kündigen hier Konsolidierungen an, aber nichts Konkretes. Spätestens am Wahltag in NRW am Sonntag wird die FDP schon ihre Quittung bekommen für ihre Fantasien über die Steuersenkung mögliche. Aber für die wesentliche Klientel der FDP ist ja schon einiges abgefallen. Mehrwertsteuersenkung, Hotel- und Gaststättengewerbe, Gewerbesteuerbefreiung für Leasingunternehmen, für die Finanzdienstleistung, die haben ihr Schäflein schon in Trocken. Für die Mehrheit der Bevölkerung wird diese Steuerschätzung gravierende Auswirkungen haben. Wir sehen es in Griechenland. Was die Großen in Griechenland verzockt haben, sollen nun die Kleinen ausbaden. Rentenkürzungen, teilweise Aussetzung des Mindestlohns. Und da hätten wir schon gerne mal Antworten aus dem Bundesfinanzministerium, was Ihnen denn alles so vorschwebt. Und so noch vor der Wahl und nicht nach der Wahl in NRW. Die Linke sagt, wir brauchen weder Steuer- noch Lohndumping, sondern ein gerechteres Steuersystem, das oben belastet und unten entlastet. Denn die falsch ausgerichtete, massive Steuersenkungspolitik der gesamten letzten 10 Jahre ist auch nach einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, maßgeblich mitverantwortlich für die schlechte finanzielle Lage, in der wir uns befinden. Zum Beispiel das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Durch Steuersenkung wurde Wachstum versprochen, entstanden sind Einnahmeverluste. Allein bis 2013 wird dieses Gesetz 8 Milliarden Euro an Mindereinnahmen kosten. Und letztendlich haben Ihre Steuererleichterungen eben nicht zu Investitionen und Wachstum geführt, sondern zu einem Anstieg der Verschuldung von Bund, Ländern und Kommunen. Und das ist einfach ein Skandal. Und ich muss Ihnen sagen, es ist ökonomisch völlig falsch, was Sie hier versuchen, immer zu begründen. Denn die massiven Steuerentlastungen, Lohn- und Sozialdumping sind eben mitverantwortlich für die wachsende Armut in der Bundesrepublik und die wachsende Reichtumskonzentration. Und da will ich Ihnen mal sagen, nach dem ARD-Deutschland-Trend, da sind 58% der Bevölkerung auch der Meinung, dass Steuersenkungen ab 2011 nicht notwendig sind. Und sie befinden sich damit auch in Übereinstimmung mit der Position des Sachverständigenrates, der Steuersenkungen als unverantwortlich ablehnt. Aber Sie von der Koalition halten ja daran fest, Steuersenkungsideologie, das ist das Wahre. Sie träumen weiter davon, dass Wirtschaftswachstum durch Steuersenkungen entstehen würde. Aber es gibt dafür weder eine überzeugende theoretische noch Begründung noch praktische Beweise, die das bestätigen würden. Und das ist ja nicht nur so meine Behauptung, das haben Sie ja letztendlich bestätigt in der Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD, dass Sie sagen, Sie haben nicht mal ein verlässliches Mittel, um abzuschätzen, welche Auswirkungen Steuerrechtsänderungen auf Wachstum und Steuereinnahmen haben. So, da frage ich mich wirklich, wie kommen Sie denn zu Ihren Annahmen? Halten Sie da mal so den Finger in die Luft oder haben Sie irgendwo ein Orakel, welches Sie befragen? Lassen Sie uns doch dann an Ihrem Wissen mal teilhaben. Meine Damen und Herren, es geht eben nicht darum, über Steuersenkungen zu schwadronieren. Wir brauchen zur Stabilisierung der öffentlichen Einnahmen eine sozial gerechtere Politik, die unten gibt und oben nimmt. Deshalb fordert die Linke eine gerechtere Einkommensteuerbesteuerung, die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 53%,
zur Rücknahme der steuerlichen Entlastung für Unternehmen, Besteuerung von Kapitalerträgen nach dem persönlichen Steuersatz sowie ein gesetzlicher Mindestlohn. Dieser erhöht dann im Übrigen letztendlich auch die Einnahmen der Sozialkassen und stabilisiert diese. Und zur Entlastung der klammen Kommunen, die allein bis 2013 11,9 Milliarden, das heißt fast 12 Milliarden Steuermindereinnahmen zu verkraften haben, muss eine Sofortmaßnahme beschlossen werden. Und wir schlagen Ihnen deshalb vor, die Gewerbesteuerumlage an den Bund zu streichen. Das würde die Kommunen um jährlich 1,2 Milliarden Euro entlasten. Meine Damen und Herren, Steuern sind die Grundlage, damit der Staat handeln kann, damit er für Bürgerinnen und Bürger Schulen, Universitäten, Schwimmbäder, Kindergärten und Kultur- und Sporteinrichtungen vorhält. Die Linke sagt, soziale Gerechtigkeit kann nur hergestellt werden, wenn Steuern in gerechter Form erhoben werden. Und das heißt, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache. Ich danke Ihnen.